Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren XXL-Farm-Folge auf der Marshallland mit dem Varuna. Hallo. Hallo. So, heute bin ich am Kalken. Und nicht am Sehen. Ja. Denn ich sehe viel. Bist du sicher? War jetzt eigentlich als Wortwitz gemeint. Ja, ich schon kapiert. Sehen von Sehen. Oh, da kriege ich da hier mit 9 hoch. Ja, das ist übel. Aber die Breite ist so gut bei dem, wie heißt der? Seedhawk? Seedhawk. 5 km/h. Woo! Dass man da nicht so oft hochfahren muss. Ah, schon spannend hier mit 6 km/h hoch zu gurken. Ja. So, ich habe das Kalken übernommen. Fahr jetzt hier. Ups, kann man gucken. Dann mal nachher nochmal zum Hof. Da habe ich gerade nochmal ein bisschen Wasser in die Kalkproduktion gefüllt. So, dass man da auch nochmal ein bisschen nachproduzieren. Aber ich fahre irgendwie zu hässlich. Ja, ich sehe es auf der Karte. Es ist viel hässlicher als meins. Ja. Stimme ich dir zu. Du stimmst mir mal zu? Ich möchte halt die Arbeitsbreite eigentlich voll ausnutzen. Ja, dafür können wir doch GPS benutzen. Ja, ich weiß. Wir können dafür GPS benutzen. Echt? Kann man dafür GPS benutzen? Dafür kann man GPS benutzen. Das ist ja krass. Dafür kann man GPS benutzen. Ja, dafür kann man auch GPS benutzen. GPS kann man dafür richtig gut benutzen. Ja, kann man. Voll gut. Haben wir aber nicht. Pech gehabt. Noch nicht. Ich komme zu dir nach Hause. Dafür brauchst du GPS. GPS haben wir nicht. GPS ist aus. Also. Bin kein Hund. Aus. Nein. Ich will erst GPS haben. Dann machst du aus. Hä? Und dann machst du aus. Ja. Dann kannst du aber kein GPS mehr nutzen. Verstehst du? Nö. Ja, du hast ja ausgemacht, das Spiel ausgemacht, dann kannst du kein GPS mehr benutzen. Achso. Wow, ja. Ich dachte den Traktor aus. Tja, Wortwitz halt. So, aber ich glaube, wir könnten theoretisch heute das Kalken fertig. Nee, doch nicht. Okay. Sah ein bisschen so aus, als wäre es schneller fertig, wie es tatsächlich ist. Mhm. Du hast ja noch den Zipfel da. Ja, ich fahre jetzt mal lange Bahn. Quer übers Feld, das müsste erstmal das Wichtigste sein. Und dann links oben, klar, das dauert. Klar, das dauert. Ja, das dauert. So, aber wir sollten vielleicht den Sojapreis noch im Auge behalten. Sojamilch. Ist immer noch bei. Sag doch direkt Sojamilch und nicht Soja. 4300. Und 1. Ja. Das ist doch voll easy mit der Maschine zu drehen. Was hast du? Geht so. Ich bin damit mit einem Zug bin ich da rumgekommen, also was. Ich weiß nicht, was du hast. Hallo? Hä? Okay, du bist noch da. Nee, bin weg. Beziehungsweise ich bin noch da. Hashtag Telekom for Life. Papa. Muss ich jetzt Werbung einblenden, weil du Telekom genannt hast? Nö. Wir wissen ja nicht wie Vodafone. Oder Unity Media. Ja, oder so.
oder Vox? RTL. Edeka. Was für ein Ding? Edeka. Maruna LP. Da müssen wir Werbung einblenden. Scheiße, ey. Hashtag Greenfleet. Hashtag. Jo, Greenfleet immer wieder mal auf Motorster reinschauen. Da kommen hin und wieder ein paar Mods von mir. Auch wenn manche sagen, das ist unnötig und das, du willst nur damit Aufmerksamkeit generieren. Ja, natürlich, Leute. Irgendwie muss man seine Reichweite erhöhen. Und wenn das damit geht, dann mache ich auch das. Aber ihr müsst ja es so sehen, es ist ja auch was für euch mit drin. Ich glaube, viele haben sich mal gewünscht, schon Quadrak in Pink zum Beispiel. Das geht ja auch. Ja, ihr könnt dann alle Standardfarben bei den Mods benutzen, die ich reinstelle. Was ich noch machen werde in den Mods, die ich schon hochgeladen habe, in den V2, wird es wahrscheinlich wieder die Standard-Decals geben. Aber da muss ich mich nochmal damit auseinandersetzen, wie das genau funktioniert. Was für ein Scheiß zusammen. Du hättest eigentlich den Down und den auf Uploaded machen müssen. Um damit Geld zu verdienen, meinst du? Genau. Habe ich mir kurz überlegt, ganz ehrlich. Nee, habe ich mir überlegt. Und dann dachte ich mir, nö. Und zwar aus dem einen einzigen Grund, weil es mich persönlich selbst nervt, diese Uploaded-Links. Also weil ich, wenn ich mir da Mods lade und dann hier mit 20 Kilobyte laden muss, das nervt mich. Klar, die Mods sind an sich nicht so groß, aber es nervt mich trotzdem. Ja, nicht alle Mods sind klein. Zum Beispiel die NF Marsch. Genau, dann hängst du halt mal 5 Stunden dran. Ja, das ist, finde ich, scheiße. Deswegen habe ich mir eine andere Möglichkeit gesucht. Das wollen wir jetzt bitte nicht thematisieren. Ich habe mir natürlich eine legale Art und Weise gesucht. Ich habe mit ihm gesprochen. Wer ist ihm? Da mache ich ja Werbung. Ja, wenn du jetzt den Motter nennst, dann ist es der Motter. Nee, dann ist es Werbung, weil ich dem dann Werbung für den mache. Hallo, wir reden über die NF Marsch, ist auch Werbung. Ja, das ist schon mal genug Werbung. Vor allen Dingen, weil wir schon Telekom, Vodafone, Unity Media, Edeka. Maruna LP. Maruna LP. Ja, das ist die größte, also für den würde ich eigentlich keine Werbung machen. Ne. Der verdient so viel Geld. Kappa. Kappa Pratt. Nein, ganz ehrlich, seit YouTube hat irgendwann die Richtlinien umgestellt auf diese 4000 Stunden und 1000 Abonnenten, seitdem habe ich keinen Cent mehr von YouTube gesehen. Und vorher hatte ich ein Guthaben von, ich glaube, 5,76 Euro oder so. An das kommst du ja erst dran, wenn du eine gewisse Eurozahl verdient hast. Also von dem her, YouTube ist reine... Lange Pause. Ja, ich wusste jetzt nicht, ob ich das Wort sagen soll. Weil es ist eigentlich negativ. Nein, ist es eigentlich nicht. Also, Zeitverschwendung ist es nicht. Du musst nur, wenn du mit YouTube anfängst, einen Haufen investieren. Also, einen Haufen Zeit. Weil es dauert mega lange, bis du da... Sorry. Du hast manchmal richtige Aussätze, das muss ich schon sagen. Ich? Nee, der neben dir. Sitzt keiner. Ja. Es dauert einfach auf YouTube sehr lange, bis man in die Reichweite kommt oder auf den Punkt kommt, wo man mit YouTube Geld verdienen kann. Hashtag Partner, Hashtag Werbung. Hashtag monetarisierte Wiedergabe. Hashtag ja. Da ist es auf Twitch theoretisch durch Abos deutlich einfacher.
Musste zwar ein paar grundlegende Ziele erreichen, sage ich jetzt mal, aber die sind relativ human. Wo ich da immer noch dranhänge. Ja. Immer noch. Hat der gesagt, wie du die drei Zuschauer im Schnitt erreichen kannst? Ja, geht das auch, wenn ich die dann pausiere? Geht das dann auch? Nee, wieso pausieren? Wegen Internetverbrauch und so? Ach so, nee, dann nicht. Ja, siehst du, da hat sie das schon mal wieder geklärt. Dann musst du mir einfach mal Bescheid geben, dann hänge ich hier, logge ich mich mit dem Tablet ein, mit dem PC, mit beiden PCs ein und mit dem Handy noch ein. Generiere ich mal kurz 4 Viewer. Ja, ich hab heute Morgen hatte ich echt eine gute Viewerzahl. Donnerstagmorgen ist wirklich gut, das muss ich auch sagen. Donnerstagmorgen ist immer gut. Also ich hatte von zwei oder von einem am Anfang hatte ich bis zu 8 heute. Ja, also das ist wirklich so, das kann ich auch. Was hast du gestreamt? ETS 2. Oh, bei ETS sogar, das ist... Okay. Also bei LS hast du gerne mal morgens so um die 10. Als deutscher Streamer. Als Englischer? Englisch weiß ich nicht. Ich glaube, da würde es nicht so gut reinkommen, weil da einfach mehr Leute da sind, die streamen. Hm. So. Ich muss sagen, der Kalk hat doch relativ lange gehalten. Es macht keine Regengeräusche mehr. Das heißt, es hört auf zu regnen. Ja, noch fallen Tropfen. Ja, aber man hört keine Regengeräusche mehr. Ja. That's ever a good Zeichen. Ayö. Was? Ayö. Ayö. Ich habe noch 4000 Liter Kalk. 4,5. Kalk. 4,5 Tonnen. Nee, Liter. Tonnen. Liter. Tonnen. Naja, Liter. Naja, Tonnen. Das ist gut. Dann kann ich nämlich gleich hier mal zum Hof wieder aufladen. Kannst du das? Ja, brauchst du noch Hilfe? Bin fähig, da das zu tun. Schaffst du es auch schon mit dem Bobbycar? Hä? Schaffst du auch schon mit dem Bobbycar zu fahren? Nee. Ich fahr lieber richtig Auto. Das ist ein hochmodernes Auto. Die Gefahr. Ja. Wach mal bitte auf aus deinem Traum. Aus welchem? Hey! Das war fies. Ich wusste nicht, vielleicht schläfst du ja. Und träumst gerade, dass du im Bobbycar 300 km/h fährst oder so. Das ist eher ETS2, aber das ist ein anderes Thema. Ich schaff's nicht, geradeaus zu fahren mit diesem scheiß Kalkanhänger. Ich will immer die komplette Breite ausnutzen und dann bleibt immer ein bisschen was ungekalkt. Naja. Nein. So, wie weit bist du eigentlich? Fertig. Du bist fertig. Das ist ja praktisch. Hat genau in die Folge gepasst. Zwei Folgen fällt fertig. Damit würde ich sagen. Haben wir noch ein bisschen. Weiß nicht. Wir können ja auch mal ein Stückchen früher Schluss machen. Ey, wir sind schon nur auf 15 Minuten, dann muss man da auch ausnutzen. Ja, aber immer auf die letzte Sekunde. Tja, time is money. Also noch nicht, aber vielleicht irgendwann. So, jetzt kannst du. Ja, jetzt du. Beeil dich, sonst ist die Folge vorbei. Danke fürs Zuschauen, meine liebe Leute. Lasst ein Like, Abo und Kommentar da und bis morgen. Tschüss.